Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute möchte ich euch zeigen, dass es kann man nicht unbedingt nur rote oder gelbe oder bunte Tomaten einkochen, sondern kann man auch grüne Tomaten einkochen. Wenn die grünen Tomaten fangen schon so Glanz zu bekommen, die kann man auch schon ernten und die einkochen. Und das habe ich heute gemacht und möchte gerne mit euch dieses Rezept teilen. Obwohl, ich hatte ihn mal gemacht, wo ich nur 19, 20 war. Das waren die ersten Versuche mit Einkochen und es hat auch alles geklappt. Das ist für mich jetzt fast wie eine Routine, was ich jetzt mache mit diesem Übergießen und ohne Einkochen und hält eigentlich immer alles gut. Und heute habe ich auch jetzt ein paar Gläser gemacht. Die sind jetzt sehr, sehr heiß. Muss ich mir noch erstmal Tuch nehmen, weil es wirklich sehr heiß. Gerade fertig gemacht. Und so sieht es aus. In diesem Glas sind die nur grüne Tomaten. In dem so Misch, was wir gereiht haben, was ich jetzt geerntet habe. Aber diese Tomaten, die sind nicht richtig reif, die sind noch richtig fest, fast wie diese grüne. Und decke ich immer jetzt zu, dass es schön kuschelig für meine Gläser wird und lasse die so schön langsam abkühlen. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich das gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Ich habe schon ein paar Rezepte mit grünen Tomaten reingestellt. Einmal Salat, wo wird es gekocht und ein anderes Mal, wie es wird angelegt oder fermentiert. Heute möchte ich euch einfach mal ein Rezept noch zeigen, wie können wir diese grünen Tomaten einfach in Gläser anlegen, wie wir mit den roten Tomaten machen. Und das ist eigentlich Verfahren fast das gleiche. Nun, mit den roten Tomaten übergießen wir einmal mit dem heißen Wasser, lassen wir so 15-20 Minuten stehen, gießen wir ab und dann aus diesem Wasser machen wir einen Sud. Übergießen wir zweite Mal, zudrehen, fertig. Mit den grünen Tomaten machen wir das dreimal. Wir übergießen erstmal mit dem heißen Wasser und dann dieses Wasser gießen wir ab, wegen dem Stoff Salonin. Aber wenn ihr euch Bedenken habt wegen grünen Tomaten und wegen dem Salonin, dann könnt ihr mal euch Informationen im Internet holen und da steht, bevor mal die erste Erscheinungen von Vergiftung mal bekommt, muss man 625 Gramm grüne Tomaten erstmal essen. Das schafft keiner. Es schafft nicht mal eine Tomate aufessen, weil es nicht so lecker schmeckt. Und wenn wir es anlegen und dann die erste Wasser wegschütteln, dann haben wir schon einen größten Teil von Salonin weg. Dann beim zweiten Mal übergießen wir wieder mit dem heißen, aber neue saubere Wasser. Und nur danach können wir dieses Wasser absieben und aus diesem Wasser ein Sud kochen. Und so funktioniert das und schmecken die auch sehr, sehr lecker. So, es gibt aber auch grüne Tomaten, die heißen Grün Zebra. Und wenn die reif sind, sehen die dann so aus. So mit gelben Streifchen. Schmecken sehr, sehr so süßlich, sogar kann ich sagen, sehr lecker, sehr lecker. Die ist noch richtig hart, ist grün. Und weil jetzt die Nächte werden mittlerweile bis 6-7 Grad runter Temperatur fällt, dann kann es passieren, dass plötzlich von heute auf morgen kommt dann die braune Fäule und dann werden die Tomaten sozusagen kaputt. Deswegen habe ich mir schon ein bisschen was abgeerntet und auch solchen, welche nur etwas fangen die nun reif zu werden. Die kann man auch dazu legen und dann natürlich komplett so grüne. Und diese große, wenn ihr so eine große habt und wollt ihr nicht so lange warten, bis dass die endlich rot werden, die kann man auch schneiden. Nicht unbedingt so eine große Tomate in die Glas
reinmachen. Die kann man diese zum Beispiel viertel oder halbieren. So, erstmal habe ich die gewaschen und ich werde von den diese grünen Tomaten hier die Mitte, diese Einsatz rausschneiden. Von die kleinen schneide ich einfach so mit Messer. So. Und wie gesagt, diese großen können wir einfach aufschneiden. Und dann so rausschneiden. Gleich dieses angetrocknete und vielleicht sogar vierte. So bereiten wir unsere Tomaten. Die Gläser habe ich schon richtig heiß abgespült, abgewaschen. Müssen wir die nicht sterilisieren, weil es gibt keinen Sinn, die sterilisieren, wenn wir dann unsere Gemüse trotzdem mit den Händen anfassen und so reinmachen. Es wird dreimal übergossen mit heißem Wasser. Es wird alles funktioniert, es wird alles gut sein. So, ganz unten können wir die Kräuter, kann man gleich jetzt reinmachen. Leider wir erste Wasser werden wegsieben und ein bisschen von dem Kräutergeschmack geht weg. Oder die gibt mal dazu bei dem zweiten Wasser. Ich gebe es gleich, weil es so viel geht es nicht weg und ich mag, wenn diese ganze so große Kräuter unten sind und nicht oben. So lege ich so ein Dill und ich habe hier angefrorene Sellerie, so grüne Blättersellerie. Gebe auch dazu, kann man ein bisschen Petersilie geben oder die Blätter, diese grüne Kraut von den Möhren, kann man auch dazu geben. So, dann gebe ich auch noch was von Chili. Alles bitte nach Geschmack, wie eine gerne mag. Dann von Knoblauch 1, 2, 3. So, die große kann man so kleiner schneiden. Dann von bunte Pfeffer. Einfach so, prima Daumen. Es kommt darauf noch, welche Glas ihr nimmt. Ich habe jetzt diese 1,75, ich glaube, diese große Gläser mit den Gurken, die sind ziemlich groß. So, das haben wir gegeben. Dann noch ein Loberblatt. Ja, das war's dann. Und dann kommen die jetzt die Tomaten. Und so schichten wir, bis richtig voll ist. Ihr könnt ruhig schön andrücken, weil dann durch das heiße Wasser wird das alles weicher und wird das ein bisschen runtersetzen. Richtig schön voll machen. Was könnt ihr noch dazu geben? Das ist jetzt noch Zwiebel. Da hole ich noch schnell. So, habe ich noch schnell Zwiebel geholt. Da können wir so ein paar grobe, richtig grobe Rinnen dazu geben. So. So, und dann so geht es weiter. Die große durchschneiden. Wenn die dann noch so ein bisschen schon so Anzeichen zum Reif werden, das ist auch sehr gut. So, hier kann man so einfach rausschneiden. Die kleinere in die, so eine kleinere Lücke, dass man den Glas richtig voll bekommt. So, ich habe jetzt rausbekommen drei Gläser, aber nicht komplett alles richtig, richtig grün in den Schuhen. So sieht es aus. In denen sind die so halb grün. Aber so richtig rot sind die auch nicht. Ziemlich feste noch Tomaten, kräftige Tomaten. Und hier habe ich noch auch ein bisschen was reingemacht. Auch nicht so ganz reife Tomaten. So, Wasser kocht jetzt auch. Jetzt nehmen wir Deckel ab und übergießen wir erstmal nur mit blankem kochendes Wasser. Richtig voll. Ja, gut abgemessen, noch ein bisschen übrig. Das ist gut. Jetzt machen wir Deckel drauf, aber nicht richtig festziehen, dass ihr euch die Deckel nicht anzieht, sonst dann ist es schwer, das aufzumachen. Nur so ganz, ganz leicht. Und lassen wir jetzt unsere Gläser
so lange stehen, dass wir die in die Hand nehmen können, weil wir müssen danach Wasser absieben. Soll aber nicht kalt sein. Es ist wirklich so, dass es so richtig warm noch Wasser ist, aber wir können in die Hände es nehmen, diese Glas. Dauert ungefähr so 15-20 Minuten. Ein Tipp habe ich noch, wenn ihr zum Beispiel wollt nicht mit dieser dreimal absieben, aufkochen, es kann man auch gleich mit dem Sud übergießen, aber dann müssen diese Gläser im Einkochautomat eingekocht werden. Und ich hatte mal das probiert und irgendwie hat mir nicht so gefallen mit Einkochen, weil die Tomaten waren die dann mir irgendwie zu weich. Deswegen ich bevorzuge lieber dreimal übergießen als einkochen. Aber wenn ihr wollt ausprobieren, könnt ihr es machen. Es dann muss bei 90 Grad 30 Minuten eingekocht werden. So, und wir warten erstmal so ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten. Beim ersten Mal, schon nach 15 Minuten, kann man Glas gut anfassen und wir werden jetzt Wasser absieben. Ich nehme gleich so eine Schüssel, dass ich die Flüssigkeit kann gleich ausmessen und danach, wenn wir Sud kochen, dann weiß ich Bescheid, wie viel Salz, Zucker und Essig muss ich dazu geben. Erstmal gebe ich einfach in die Schüssel und dann messe ich mit Messbecher durch. So. Diese erste Wasser geht weg, müssen die wegschütteln. Und gleich werde ich mit Messbecher dir abmessen, wie viel Sud muss ich kochen. Und die nächste Wasser kocht bei mir schon und ich werde gleich das zweite Mal übergießen. Beim zweiten Mal wird etwas länger dauert, vielleicht 20, sogar vielleicht 30 Minuten bei so einer Gläser, bis es wir die in die Hand nehmen können. Aber das ist auch wichtig, denn Gemüse, die Tomate, die müssen durcherwärmt sein zum haltbar werden. So, nun begießen wieder mit kochendem heißem Wasser. Wieder Deckel drauf, auch nur leicht und warten, bis das wir wieder können die Gläser in die Hand nehmen. So, es ist ungefähr fast halbe Stunde vergangen. Die Glas fühlt sich sehr heiß noch, aber wir müssen schon langsam Wasser absieben und die zu Sud verkochen. Ich mache jetzt mit dem Sud, man dann nicht die Finger verbrennt. Klappt super. Gleich den Deckel drauf. Bevor wir jetzt Sud reinmachen, guckt ihr nach eurem Deckel. Unbedingt. Weil wenn wir mit dem Deckel so abgesiebt haben, könnte passieren, dass hier im Rand oder Pfefferkörn oder zum Beispiel bei mir jetzt sogar Kern von den Tomaten rein. Das stelle ich das Wasserkocher noch aufkochen und spüle mit kochendes Wasser nochmal die Deckel, bevor ich komplett die zudrehe. So, aber jetzt erstmal drehe ich zu, dass mein Glas nicht abkühlt und machen wir es weiter. Dass die Gläser mir nicht abkühlen, bis ich den Sud koche, decke ich die nochmal mit der Decke zu. So, wir haben das Wasser abgesiebt und ich habe das schon beim ersten Mal gemessen und in meinem Fall ist fast 2 Liter Wasser. Deswegen 2 Liter Sud. Ich stelle das Rezept für 1 Liter Wasser und dann könnt ihr ausrechnen, wie viel habt ihr gemacht. Für 1 Liter Wasser geben wir 3 so gehäufte Esslöffel Zucker. 1 Esslöffel Salz. Unbedingt kein iodiertes Salz. Lassen wir jetzt unsere Sud auf dem Herd aufkochen. Und wenn das Wasser hier kocht, Salz und Zucker hat sich aufgelöst, dann geben wir noch pro 1 Liter Wasser 75-80 Milliliter Essig. In meinem Fall habe ich Apfelessig genommen.
Wenn das Wasser mit Salz und Zucker richtig aufgekocht ist, und dann gibt ihr dazu noch den Essig, mit dem Essig auch richtig sprudeln, aufkochen und dann in die Gläser rein. So, den Sud kocht schon sprudelnd. Jetzt können wir unsere Gläser fertig machen und mit heißem Sud übergießen. Die Deckel nachgucken, sauber machen oder mit Serviette wegwischen und zudrehen. Richtig schön fest zudrehen. Und so sieht er aus. Unsere Tomaten. Ja, in die Kamera sieht etwas dunkler als in Wirklichkeit, wahrscheinlich wegen Licht. Und stelle dann auf so eine Unterlage, dass nicht direkt auf dem Tisch steht. Und so machen wir die erstmal alle fertig. Schaut ihr, wie die Tomaten abgesetzt sind. Jetzt könnt ihr mal noch ein paar dazu geben. Und richtig voll, weil das wird nicht mehr eingekocht. Und als weniger wir Luft in dem Glas haben, als besser für die Haltbarkeit. So ungefähr nach so zweieinhalb, drei Wochen kann man schon probieren. Und wenn ihr nicht sicher seid, da könnt ihr euch ein kleines Glas mit grünen Tomaten machen. Dann probieren und wenn er euch schmeckt, dann könnt ihr es noch mehr machen. So, die Gläser decke ich nochmal richtig zu mit den Deckel und lasse die bis morgen früh abkühlen. Und wenn ich morgen früh die aufmache, die sind noch immer so richtig so lauwarm. Und nur danach, wenn ich sehe, dass die Deckel alle schön angezogen sind, dann gehen die ins Keller. So, liebe Freunde, habe ich euch noch ein Rezept aus meiner Heimat gezeigt. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen beim Einkochen. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr mich besucht, vielleicht bei Instagram oder Facebook oder Twitter, bin ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!